Ich glaube, Robin kann das sicher ganz gut machen. Scheiß bereit für einen Kampf zu sein. Und wie? Luca! Welches Level hast du so? 62! Ja, das geht ja noch. Machen wir erstmal einen Ableithieb. Okay. Das hat schon gereicht. Nun. Oh, Luca. Das ist ein großartiger Kampf. Müssen wohl mehr trainieren, Lucario. Luca. Ich danke dir. Du scheinst durch die Begegnung mit allerlei Pokémon an Stärke gewonnen zu haben. Jetzt wollen wir unser Können auch an anderen Orten unter Beweis stellen. Ich fände es schön, wenn wir uns irgendwann wiedersehen würden. Cool. Dann. Ist irgendwo noch eine Sidequest? Gerade nicht. Auf, ja, den Boku hinterher. Hallo Jesse, konntest du mit Expeditionsleiter dem Boku sprechen? Nun, der Expeditionsleiter ist bereits am Kraterberg. Schon? Bei so viel Unvernunft könnte man gleich vergessen, dass der Expeditionsleiter dem Boku ein erwachsener Mann ist. Dich rauszuwerfen hat ihm wohl nicht gereicht. So langsam sollte ihm jemand gehörig den Kopf waschen. Wieso? Weil er so ungewaschen Haare? Oberhaupt des Perklans und diene niemand anderem als dem ehrwürdigen Sinnoh, das über den gesamten Raum gebietet. Ganz Hisui steht mir offen, also werde ich den Expeditionsleiter eben selbst aufhalten. Was für ein Trara. Du, man hat dich einfach vor die Tür gesetzt und trotzdem hast du nie damit aufgehört, zum Wohle des Dorfes weiterzuforschen, stimmt's? Jo. Das stimmt. Um uns zu helfen, hat Jesse sogar die rote Kette besorgt. Boah, geil! Etwa die rote Kette? Doch nicht etwa die rote Kette aus den Legenden. Doch genau diese rote Kette. Die hast du echt besorgt? Wo hast du die denn hergefunden? Hat sie einfach so gefunden. Korrekt! Der Forschungstrupp scheut keine Mühen für das Wohl des Dorfes und für ein friedliches Zusammenleben mit dem Pokémon. Vielen Dank dafür. Hier, das ist für dich. Cool, ein Top-Beleber. Davon nehme ich gleich vielleicht lieber ein paar mehr mit. Pantymos da hinten, ne? Hier sind meine Befehle für dich. Erstens, begib dich zur Gipfelbasis und von dort zum Sinnoh-Tempel. Zweitens, bring mit der roten Kette die Lage unter Kontrolle. Drittens, komm wohlbehalten wieder zurück. Okay. Darf ich nochmal kurz an mein Lager? Bitte? Jo. Ich bin bereits im Bilde. Man hat dich also wieder in die Galaktik-Expedition aufgenommen, ja? Meine besten Glückwünsche. Zu diesem feierlichen Anlass bekommst du von mir ein paar Top-Tränke. Kommt man immer gut gebrochen. Zeit ist fast gekommen. Aber ich mache mir da wenig Sorgen. Du hast dich schließlich so ins Zeug gelegt, um uns die rote Kette zu beschaffen. Diam und Perle haben sich ebenfalls zum Gipfel aufgemacht. Jesse, ich wünsche dir viel Erfolg. Ohne meine Liebsekundin wäre ich ja völlig aufgeschmissen. Wie ich höre, soll die Gipfelbasis als Stützpunkt dienen. Ich werde mich wohl auch in die Nähe des Tempels begeben. Oh Gott, was machst du denn hier? Jetzt wird's ernst, was? Aber fürchte dich nicht. Ich bin schließlich da, um dich zu unterstützen. Moralisch, versteht sich. Ich komme auch ohne ganz gut klar. Nee, ehrlich. Mach dir keine Mühe. Geh und verkriech dich wieder in dein Loch. So, nehmen einfach mal alles an Heil-Items mal mit. Kann man vielleicht mal gebrauchen. Den brauche ich nicht. So, mein Pokémon geht es, glaube ich, soweit auch allen gut. Jetzt dürfen wir auch wieder auf unserem Pass hier unterschreiben. So. Dann mal auf den Berg hoch. Hi Luxtra. Bei Luxtra. Das Korglas.
Machen wir Electek. Die finde ich sogar, wollte gerade sagen, auch in Elevoltek rum. Kann ich das fangen? Von hier oben aus? Kommt mein Ball so weit? Gerade so nicht. Man denkt sich auch so, hä, was war da? Ballen so, danke! Und bei Tsubaki, geh! Moment. Wir locken dich mal ein bisschen an. Übrigens, ich habe ja beim Offscreen ein bisschen versucht, noch ein paar Pokémon halt zum Beispiel jetzt Essen oder sowas zu geben. Einfach nur, um sie zu leveln und ein bisschen anzulocken. Schnäppke Essen zu geben, ist ja mal so eine Qual. Das Vieh ist einfach so lahm, dass die Beere, wenn ich die sofort vor ihm vor die Nase werfe, es nicht schafft, die Beere aufzuessen. Weil es sich so langsam diese Beeren schnappt. Debated. In die Hacken geworfen. Oh, nice. Cool. Ich habe Elevoltek gefangen. Darf ich durch? Mir wurde befohlen, niemand passieren zu lassen. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich das immer noch gilt. Könntest du das mal überprüfen? Ich habe keine Ahnung, ob ich hier noch irgendjemanden durchlassen darf. Kannst du mal reingehen und den Chef fragen, ob ich das noch darf? Das ist einfach so ein Feeling gerade. Oh, du verweilst also noch unter den Lebenden. Tut mir leid, dass ich die heiße Kost vorerst dicht machen musste. Ich würde auch viel lieber weiter Kartoffelmochi servieren. Aber den Boku, dieser Lump, hat mich dazu verdonnert, die gesamte Lebensmittelversorgung hier zu schmeißen. Ach, meine armen alten Knochen. Doch genug gejammert, jetzt wird Arbeit erledigt. Und jetzt, wo ich schon mal hier bin, dich erledige ich gleich mit. Ich verstehe nicht. Ich bin dem Bokus Problemlöser. Wer ihm in die Quere kommt, wird von mir niedergestreckt. Das habe ich ihm versprochen. Außerdem brennt auch in mir der Wunsch nach einer neuen Welt, in der ich friedlich leben kann. Hier, diese Rauchkugeln sollten dir bekannt sein, nicht wahr? Das mache ich. Damit mache ich das hier! Als ich hörte, dass du die Könige und Königin besänftigt hast, hat das mein Blut in Wallung gebracht. Mein Herz sprang mir fast aus der Brust. Meine Ninja-Künste waren schon dem Verfall geweiht, doch nun haben sie eine würdige letzte Gegnerin gefunden. Der könnte was von Heiko haben. So von der Frisur her. Und allein von den grünen Haaren. Jetzt so ein Unlicht-Typ. Nein, 59. Moment. Wer hat Unlicht-Attacke? Oh, Jinbei könnte mit einer Geisterattacke eben mal reinhauen. Er ist einfach Kakashi. Oh. Das habe ich jetzt nicht kommen gesehen. Weil meistens war das so, wenn ich wechsle, bin ich auch sofort am Zug einfach. Einfach so mal Tempo-Spukball, dann passt das. Was hast du noch? Gardevoir. Was machst du für eine Tempotechnik? Psychokinese. Schade. Aber auch ein Crit. Habe ich was sehr Effektives? Ja. Wobei, Moment, deine Psychoattacken können mir nichts. Und Fee ist auch nur neutral. Du
bist doch safe mit einem Giftstachelregen Deed, oder? Beziehungsweise mit einem Gifthieb. Ist alles physisch. Ja komm, einmal Gifthieb, dann fett drauf. Deine physische Verteidigung ist nicht so gut. Boss. Nee, da bräuchte ich jetzt eine Psycho-Attacke. Als ob du einfach dreimal dran bist. Was? Viermal. Hallo? Okay. Was war das denn gerade für ein Bullshit? Mit am stärksten. Das ist jetzt ein Barrierenstoß in die Fresse. Das wurde einfach weggeschnetzelt. Das Kampfsystem ist sowieso total unsinnig in diesem Spiel. Da ist auch passenderweise noch ein Galagladi. Oh ja, der haut gut rein. Close one. Mit etwas Glück reicht das jetzt. Schade. Wieder einfach halt, der Sack. Hat sich leider durch seinen Ablativ ein bisschen zu gut geheilt. Ja, Robin, hau ihm auf die Fresse. Das sollte ja wohl reichen. Könnte der Ninja werden wohl bald nicht mehr vonnöten sein. Natürlich sind die Schwächsten, die kein Level abbekommen. Eine beeindruckende Darbietung. Nur ein närrischer Ninja würde sich immer wieder an einem Gegner versuchen, der nicht zu bezwingen vermag. Und eigentlich finde ich dich gar nicht so übel, muss ich zugeben. Vor allem, weil du dich so gut aufs Kämpfen verstehst. Und nun spitz die Lauscher, Jesse. Pokémon sind furchterregende Kreaturen. Denn Burg und ich, wir beide haben mit ansehen müssen, wie tobende Pokémon in unsere Heimat in Schutt und Asche legten. So viele unserer Brüder und Schwestern ließen dabei ihr Leben. Aus diesem Grund will denn Burg hier in Hisuria ein Refugium errichten. Ein Ort, in dem wir in Harmonie und Eintracht leben können. Um dieses Ziel zu erreichen, dürfen wir auch vor drastischen Maßnahmen nicht zurückschrecken. Mal angenommen, ein Pokémon schlüpft durch den Riss im Himmel. Es könnte gut sein, dass den Burg dabei prompt alle Vernunft fahren lässt. Bring den Expeditionsleiter zur Raison, sollte es soweit kommen. Notfalls mit roher Gewalt. Wenn du das für mich tust, darfst du dir auch den Bauch nach Herzenslust mit köstlichen Kartoffelmochi vollschlagen. Oh cool, die haben sogar alle meine Pokémon geheilt. Könnt ihr diese Gestalt bitte dauerhaft behalten? So ohne den grünen Pornobalken? Nun. Oh ja, die Sperrsäule hier oben sieht schon ziemlich cool aus. Warum wurdet ihr eigentlich alle durchgelassen von Mobeshi und ich nicht? Was soll das? Wieso hast du jetzt ein geringeres Angebot als vorher? Du musst die rote Kette zum Gipfel bringen. Der Schatten des Pokémon, der auf dem Gipfel erscheint. Ich denke, das könnte das ehrwürdige Sinnoh sein. Nur du kannst dich ihm stellen.
Ausgerechnet jetzt, wo sich das ehrwürdige Sinn uns endlich zeigen wird, legt der Expeditionsleiter uns Steine in den Weg. Alle nur um zugucken. Der hat eine schicke Rüstung. Ah, du bist es. Man sagte mir, die rote Kette solle dazu in der Lage sein, Welten zu binden. Wie soll ich das verstehen? Soll sie die Welten festbinden, sie sichern und dadurch wird unsere Welt bewahrt? Hand aufs Herz, das soll ich glauben? Natürlich. Jetzt reicht's aber. Ich kann sehr gut nachfühlen, dass du als Leiter der Galaktik-Expedition das Dorf schützen willst. Bin schließlich selbst Oberhaupt deines Clans. Aber Jesse so anzuzweifeln ist falsch. Du bist ein Narr. Mag schon sein. Doch was ist, wenn ich einfach blindlings darauf vertraue, dass es zur Katastrophe kommt? Wie soll ich jemals den Leuten der Galaktik-Expedition dann jemals unter die Augen treten? Vielleicht glaubst du, niemand sonst wäre so um das Wohl von Jubeldorf besorgt wie du. Aber das stimmt nicht. Auch Jesse setzt hier ihr Leben aufs Spiel, um alle zu beschützen. Melly, danke für 25 Monate Treue. Super geil von dir. In Ordnung, ist ja schon gut. Dann wird es eben ein Kräftemessen darüber entscheiden, wie es weitergeht. Du gegen mich, der oder die Stärkere siegt. Wenn man den männlichen Charakter hat, sagt er dann einfach nur, der Stärkere siegt? Wohlan, Jesse. Stell dich mit deinen Pokémon entgegen. Heute geht es um alles. Auch 4 Pokémon. Fangen wir mit Waschakwil an. Das ist okay. Wenn es mich nicht vorher wegknallt. Ne, ich bin zuerst dran. Ja, dann Spukball würde ich sagen, ne? Na, nur normalen Spukball. Na, hätte ich doch mal den Power-Spukball gemacht. Reinhauen. Schön, dass es Arena fliegt, ne? Schon nice. Der Relaxo gehe ich lieber. Pferdestärke. Darf ich jetzt? Okay. Robin. Jo, mach du das mal. Machen wir erstmal einen Ableithieb. Ich würde doch sicher 3/4 so machen. Ziemlich genau 3/4, ja. I! Warum kannst du Zen-Kopfstoß? Das fand ich jetzt nicht so nett. Ein kleines Bodenproblem. Habe ich das? 2 Pokémon haben eine Bodenschwäche nur. So, ich will, dass Robin aber auch die Erfahrungspunkte mitkriegt. Oh, ist gut rein, mein Junge. Machen wir mal eine Tempokreuzschere. Bin ich nämlich gleich vielleicht nicht wieder 2 Angriffen ausgesetzt. Geowatz. Jetzt so ein Wasser-Pokémon. Wobei, das ist mal Ruffy erledigen. So eine Laubklinge sollte ja auch easy ausreichen. Als ob das nicht gereicht hat. Was? Bin erschüttert. Ich habe für einen Moment gedacht, ja gut, Robustheit, aber Robustheit gibt's hier nicht. Das Pixie ist so unglaublich random in diesem Kampf.
Okay, Lysop. Es ist Zeit. Es ist dein Auftritt. Zeig uns, was du kannst. Gift-Hieb! Macht guten Schaden. Diebeskuss. Ja gut, das ist jetzt durch den Unlichttypen natürlich wieder ein bisschen effektiver. Gift-Hieb Full Power! Das würde ich nicht küssen. Sollten Pokémon eine Gefahr für unser Leben darstellen, müssen wir sie beseitigen. Eine Stärke, die alles in Schatten stellt. Jesse, es kam, wie es kommen musste. Ich habe dir Unrecht getan. Bitte vergib mir, ich war blind. Expeditionsleiter Denboku. Das hätte ich wohl viel früher fragen sollen. Doch würdest du deine Kraft zum Wohle der Galaktik-Expedition einsetzen? Mehr noch, zum Wohle der Elysianer und der Pokémon in ganz Hisui? Nein, Köpfen! Nur keine Sorge, Denboku. Mit der roten Kette sollten wir das alles in den Griff kriegen. Okay. Dann müssen wir jetzt nur noch einmal zu der Spitze hoch. Mal speichern. Dann würde ich sagen, wir machen eben noch mal ein kurzes Päuschen. Und dann latschen wir da hoch und gucken uns mal an, was da oben in den Schatten lauert. Von daher, bis gleich. So. Alle Hindernisse sind aus dem Weg. Literally, hier ist einfach niemand mehr außer Volo. Dann wollen wir doch mal gucken, was uns da oben jetzt noch erwartet. Sieht man da? Nee. Kann nicht weit, so weit hochgucken, dass man in die Schatten gucken kann. Aber ihr seid noch da. Ah, der ist zum Tempel gegangen. Okay. Wessen Vorfahre bist du eigentlich? Ah, hier, vom Feuertopf hier, Dude. Nur in weiblich. Ignaz, ja. Ist mir gerade so aufgefallen, als ich es mir sie angeguckt habe. Guck mal, hier sieht man sogar die ganzen wichtigeren Pokémon, sag ich mal, ne? Damitir und Axantor, Osaluna und Dressella, Salmagnis und Arcani. Das sieht ja mal witzig aus hier, das Elektroball. Und halt Sneboss. Und da vorne Waschak, Wiel und Arctilas. Oh, die kann man sogar untersuchen. Moment. Diese Statue stellt eines der 10 Pokémon dar, die einst dem Helden der Vorzeit folgten. Wobei, das von Salmagnis sieht auch richtig cool aus mit der Welle da. Richtig. Das killt mich immer noch, das Elektroball. Auch wenn da irgendwo der Mund fehlt. Und Sneebus auch so, Dude. Und Akla sieht so klein aus. So. Es ist Zeit, die rote Kette einzusetzen. Hm? Was geschieht hier? Ich höre da so eine Stimme in meinem Kopf. Nein, ich fühle sie. Okay, wir sind schon so weit, dass sie Stimmen fühlt. Die rote Kette. Es ist vollbracht. Komm und versuche, mich zu fangen. Perla, was redest du denn da? Fangen? Dich? Das ist der ewige Sinnoh. Ich glaube, es spricht zu mir. Die rote Kette. Es ist vollbracht. Komm und versuche, mich zu fangen. Wappne dich für den unweigerlichen Kampf. Hier, nimm. 10 Hyperbälle. Okay. Muss für die Fangrate nicht gerade hoch sein, wenn 10 Hyperbälle ausreichen. It's Palkia!
Meine Kette ist kaputt gegangen. Musik ist nice. Autsch. Wie war das mal mit der netten Bodenschwäche? Wasserdrache, ne? Ich habe keine Feenattacken. Glaub ich. Nee. Okay, komm, Chopper, mach du das. Ich bin sogar zweimal dran. So einen Barrierenstoß für die Defensive erhöhen. So. Dann haben wir noch einen Donnerblitz einmal drauf. Gut, dass ich meine Defensive erhöht habe. Barrierenstoß für die Defensive. Es ist ja auch ein Elite-Damit hier. Deswegen ist es so groß wie Palkia. Ja. Wobei, Chopper hat gut durchgehalten in diesem Kampf. Hier, also mit Psychokinese. Hat sich gut entgegengestellt, ne? Wait, ich hätte das fangen sollen vielleicht, ne?